Senhor, elevo a minha alma. Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zum internationalen Pfingstgottesdienst mit dem Titel Verbunden über Grenzen hinweg. Vielleicht haben Sie schon erkannt, an welchem markanten Ort in Deutschland ich hier stehe. Richtig, an einem Stück der Berliner Mauer. Eine Mauer, die unsere Gesellschaft geteilt hat, in Ost und in West. Eine Mauer, die uns gezeigt hat, was Missgunst und Rivalität heißt. Eine Mauer, die aber auch die Sehnsucht geschürt hat, Familien wieder miteinander zu verbinden. Es sind die Menschen gewesen, mit ihrer Sehnsucht danach miteinander verbunden zu sein, die diese Mauer zum Einsturz gebracht haben. Heute haben wir so ein Stück deutscher Grenzkultur, Gott sei Dank nur noch an Gedenkstätten. Doch ich möchte mit meinem Blick nicht in Deutschland verweilen, sondern ihn hinausgehen in die Welt. Auch dort haben wir viele Grenzen. Landesgrenzen sind nur einige davon, Standes- oder Kulturgrenzen andere. In der Arbeit unseres evangelisch-lutherischen Missionswerkes in Niedersachsen stellen wir immer wieder fest, dass wir mit unseren Partnerinnen weltweit dann gut agieren, wenn wir uns auf Gott verlassen. Gott, unser Ausgangspunkt, in der Verschiedenheit derjenige, der uns eint. In unserem Gottesdienst heute hören wir Texte in verschiedensten Sprachen dieser Erde. Wir beten vereint als Kirche dieser Welt und wir lassen uns das biblische Wort auslegen aus einem ganz anderen Kontext als dem eigenen. So feiern wir in dem Wissen, dass Gottes Geist uns miteinander verbindet. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott des Lebens, du kommst zu uns in deiner Verschiedenheit und schenkst sie uns. Habe Dank für diese Gabe und Hingabe. Habe Dank für die Vielfalt der Sprachen, der Völker, der Beziehungen, der Weltanschauungen, für die Vielfalt der Natur. Die Vielfalt bereichert uns. Sie verbindet uns über Grenzen hinweg. Die Vielfalt ist dein Geschenk an uns. Lass es uns mit offenen Herzen und Sinnen annehmen und dich als Dank in diesem Gottesdienst dafür loben und preisen. Wir kommen heute zu dir, grenzenloser Gott. Sei mit uns in diesem Gottesdienst. Gebe uns Frieden. Gebe uns Mut für grenzenlose und bedingungslose Liebe. Eine Liebe, die sich nach Brasilien ausweitet und sich für die Rechte der indigenen Völker engagiert. Schütze alle, die für andere ihr Leben geben, besonders jetzt in Zeiten der Pandemie. Lieber Gott, erhöre unser Gebet. Dein Geist begleite unsere Schritte. Amen. Teu reino vem a nós e
Kwathi sekufikile usuku lwePentecost, bonke babebuthene ndawonye. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla, yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Base begcwele bonke umoya ongcwele baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphimisela. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: Po, kwentiwa yini ukuthi sonke sibe bebakhuluma ngefilimu takithi? Siphuma ePatia, eMedia, nase-Elamu, eMapontamiya, eJudiya naseCappadocia, ePontusi nase-Asiya, eFrigiya nasePamphylia, eGibhithe kanye nasetifunzeni taseLibya naseSirene. Kanti labanye bethu baphuma eRoma, emaJuda nabeTheban labaphendukele enkolweni yamaJuda. Labanye bethu baphuma eKrete nase-Arabiya, kodwa sonke lapha sibeva ngefilimu takithi bakhuluma ngemisebenzi yamuNkulunkulu. Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: Esse pessoal está bêbado. Então Pedro, pondo-se em pé com os onze, levantou a voz e lhes disse: Varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras, pois estes homens não estão embriagados, como vós pensais, visto que é apenas a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Kuyakuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama, amadodana enu namadodakazi enu ayawuprofetha, izinsizwa zenu zibone imibono, abadala benu baphuphe amaphupho. Yebo, nabaphezu kwezinceku zami nezincekukazi zami ziyakuthulula umoya wami ngaleyo mihla ziyakuprofetha. Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini phezulu nezibonakaliso emhlabeni phansi, igazi nomlilo nokuthunqa komusi. Ilanga liyakuphenduka ubumnyama, inyanga ibe yigazi, lungakufikisi usuku olukhulu noluqhamileyo lwenkosi. Kuyakuthi yiloyo naloyo obiza igama lenkosi uyakusindiswa. Liebe Pfingsten mit Feiernde, es gibt eine unsichtbare, aber doch so schwer überwindbare Grenze zwischen den Slums einerseits und den staatlichen Sozialwohnungen andererseits. Für die Menschen auf beiden Seiten dieser Grenze hat sie dabei eine ganz unterschiedliche Bedeutung. Der, der den Sprung über die Grenze schafft, hinaus aus diesen notdürftigen Hütten, in denen Menschen viele Jahre leben, ein paar Meter weiter in die Wohnungen des staatlichen Wohnungsbauprogramms. Wer das schafft, der hat das große Los gezogen. Kein Durchregnen mehr, kein gefährlicher Gang nachts zu den Plumpsklos, das 10 anderen Familien auch dient. Kein Aufpassen auf illegal installierte Elektrizitätsleitungen,
zwischen den Hütten, die schnell den Tod bringen können. Von der anderen Seite der Grenze schaut man nicht nur bedauernd, sondern teils auch herablassend und gleichzeitig angstvoll von der eigenen Wohnung hin zu den Blechhütten. Das sind doch größtenteils Kriminelle. Und dreckig wohnen die da. Die klauen uns hier alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Hier ist die Grenze nur wenige Meter breit zwischen diesen beiden Wohnungsgebieten und eher in den Köpfen der Menschen, als durch eine physische Mauer oder einen Zaun markiert. Ihr werdet ähnliche Grenzen kennen, bis hin zum Mittelmeer, als großer Grenzgraben. Nun geht es uns heute jedoch nicht nur um Grenzen zwischen, aus deutscher Sicht, unglaublich arm und etwas arm. Oder gar zu uns in unserem Wohlstand. Das heutige Pfingstfest fordert uns nicht nur heraus, uns in unserem so wichtigen Einsatz für Gerechtigkeit und Solidarität mit den Ärmsten neu motivieren zu lassen. Nein, dieses Beispiel der beiden Wohngebiete kann uns an eine andere tiefe Wahrheit erinnern. In diesen beiden nebeneinander liegenden Wohnvierteln leben Menschen, denen ihr Glaube ein wichtiger Teil ihres Lebens ist. Ganz konkret wohnen zum Beispiel Mitglieder derselben Cato Crest Kirchengemeinde, der Durban Central Parish, der AELM Partnerkirche Elxa in Südafrika, auf beiden Seiten dieser unsichtbaren Grenze. Heute sind wir herausgefordert zu erkennen, dass die Überwindung von Grenzen zu unserer DNA als Jesu Nachfolgerinnen und Nachfolger gehört. Es gehört zum innersten Kern des Christseins, mit meinem Gott über Mauern zu springen. Über unsichtbare Mauern zwischen sehr arm und etwas weniger arm, geschweige denn zu uns Reichen. Aber auch über Mauern zwischen Kulturen und Sprachgruppen, zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und politischer Haltung. Das Überwinden dieser Mauern und Grenzen von uns als Christen und als Kirche weltweit ist für uns im ELM zentrales Anliegen. Es gehört zu unserem ELM-DNA. Die Pfingstgeschichte weist uns dabei Gottes grenzüberschreitenden Weg in die Zukunft. Das Ganze fängt ja an mit einer Feier. Das Kommen des Heiligen Geistes wird ja bereits in der Apostelgeschichte mit einer berauschenden Atmosphäre verglichen. Das ist vielen von uns eher nüchternen Norddeutschen vielleicht etwas suspekt. Ja, da war der Krach und die Aufregung am Anfang der Kirchengeschichte. Jetzt sind wir älter und weiter und reifer. Wirklich? Hinter solch einer Reaktion auf mir fremdes Verhalten liegt ja nicht nur ein Überlegenheitsgefühl, sondern eben auch die Angst. Angst, selbst herausgefordert und in Frage gestellt zu werden. Wer mag das schon? Eine andere Reaktion ist oft: Was soll all das Gemache? Können wir nicht alle einfach miteinander auskommen, ohne diese Heiligen Geistgeschichte? Leider verstehen viele unter einfach miteinander auskommen, doch sehr häufig unbewusst können wir uns nicht auf meine Art zu leben einigen. Mein Bedürfnis für Privatsphäre, mein rationaler Zugang, mein Glaube an die Demokratie, mein Freiheitsbedürfnis, mein Verständnis von Privatbesitz, mein Bedürfnis für Ruhe, mein Verständnis von Gemeinschaft oder der Rolle der Geschlechter zueinander, zum Umgang mit älteren Menschen und vielem mehr. Mit Pfingsten legt Gott uns sein zentrales Anliegen ans Herz. Diese Vielfalt an Kulturen und Sprachen habe ich geschaffen, ruft Gott uns zu. Nicht um euch zu trennen, sondern um meine verschwenderische Liebe in all ihren Facetten auf dieser Erde blühen zu lassen. Es sind alles meine Kinder, alle von mir erschaffen und alle von mir verstanden. Liebe Mitchristen, wenn Gott uns das erfreut zuruft beim Anblick der Vielfalt der Völker und Lebensentwürfe, dann geschieht das natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern inmitten des Kampfes der Nationen um knapper werdende Ressourcen. Inmitten der Flüchtlingsbewegungen in Deutschland und so vielen anderen Ländern der Erde. Inmitten von "Das Boot ist voll und wir schaffen das". Das Feiern der kulturellen Vielfalt ist jedoch auch kein oberflächliches Nivellieren, kein momentaner Rausch eines We Are the World-Konzerts. Es geht vielmehr um einen Perspektivwechsel. Du, der du dort in der Blechhütte wohnst, bist mein Bruder, meine Schwester. Gott hat uns in Pfingsten durch seinen Geist zusammengebracht. Er hat nicht deine und meine Probleme gelöst. Er hat nicht die ungerechten Finanzsysteme dieser Welt aufgehoben. Angeprangert hat er sie, aber nicht aufgehoben.
Jesus hat keine eindeutig festgelegte, einheitliche politische Marschroute zum Reich Gottes auf Erden weitergegeben. Nichts von alledem. Die Vielfalt der Menschen, ihrer Lebensbedingungen und auch ihrer ganz unterschiedlichen Weltsichten und Antworten auf die Probleme dieser Welt bleibt. Aber, und das ist das Pfingstwort, alle hören Gottes Wort in ihrer eigenen Sprache. Gott wendet sich jedem von uns persönlich zu, so dass wir im tiefsten Inneren angesprochen sind, herausgefordert, getröstet, aufgerüttelt, umarmt. Die Richtung ist eindeutig. Gott macht sich in unserer persönlichen Sprache zu Hause. Er erwartet nicht, dass wir eine mögliche heilige christliche Einheitssprache sprechen. Nein, Gott lässt sich auf Millionen von unterschiedlichen Sprachen, Dialekten, Ausdrucksweisen ein. Wer schon einmal eine fremde Sprache gelernt hat, der weiß, was für ein Wunder das wirklich ist. Ich habe vor 20 Jahren begonnen, die Sprache isiZulu zu lernen und lerne täglich noch dazu. Bin weit davon entfernt, alle Nuancen dieser Sprache mitzubekommen. Und Gott kennt und nutzt sie alle, die Nuancen, Redewendungen, Alltagssprache jeder Einzelnen. Was heißt das für uns als Kirche? Zuerst gilt es selbst immer wieder zu entdecken, dass wir in erster Linie nicht Wissen oder moralische Grundsätze vermitteln, sondern in Gemeinschaft staunen, klagen, beschenkt werden als Kinder Gottes. Diese teils tief in uns verschüttete Sprache der Liebe Gottes gilt für jeden Menschen freizulegen und zu entdecken, bei uns selbst angefangen. Dazu machen wir als Kirche Mut, und dies in der weltweiten Kirche gemeinsam zu entdecken, dazu machen wir als ELM besonders Mut. Wir dürfen nicht erwarten, dass die Menschen, die uns Gott zur gemeinsamen Wanderung an die Seite gestellt hat, ob nun im eigenen Dorf, im nächsten Stadtteil oder am anderen Ende der Welt, dass die sich auf unsere Sprache einlassen sollen. Unsere Lieder, unsere Ausdrucksweise, unsere Kleidung und Gebräuche. So wie Gott sich ganz auf uns einlässt, unsere Art uns auszudrücken, so ist dieser Weg hinein in das Leben der Menschen vielleicht eine der großen Aufgaben der Kirche, insbesondere auch in Deutschland, in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Dabei geht es nicht um eine Anbiederung und ein gewolltes, aber schlecht gemachtes Sich-Verstellen. Davon gibt es genug peinliche Beispiele. Vielmehr geht es um die Rückbesinnung darauf, dass Gott sich zu Pfingsten erneut auf den Weg in unsere so unterschiedlichen Welten machte, uns ansprach und uns zusammenbrachte. Der erste Schritt ist, Gottes Stimme in meiner Sprache, in meinem Leben neu wahrzunehmen. Das hilft mir dabei, die Fremde nicht nur als bedrohlich, sondern als Mitwanderin in der Nachfolge zu sehen. Fehlt uns die Stimme Gottes im Inneren oder das gemeinsame Ziel als so verschiedene Pilgerer, dann können wir als Kirche nur ein moralisches Appell an die Menschheit richten, was womöglich, wie so viele andere Appelle, angesichts der unüberwindbar scheinenden Hindernisse schnell verhallt. Wenn du Menschen begegnest, die eine andere Art haben, ihren Glauben auszudrücken, deren Sorgen andere sind als die deinen, die Begriffe wie Familie oder Sexualität oder Gemeinschaft anders fühlen als du, dann vertraue darauf, dass Gottes Geist euch zusammengeführt hat auf dem Weg zum selben Ziel und dass ihr auf dem Weg einander wichtige, bereichernde, anstrengende, aber so sehr lohnende Weggefährten seid. Sehen wir uns also als von Gott angesprochene weltweite Gemeinschaft der völlig unterschiedlichen Wanderer auf ein wunderbares Ziel hin. Dann sind unserer Mitarbeit am Reich Gottes inklusive Kampf für Gerechtigkeit in allen ihren Ausprägungen keine Grenzen und Mauern gesetzt. Frohe Pfingsten. Amen.
Mudimu ya lukiling, mudimu wa matla o hle re a leboga. Re leboga bokolo bya gago jo o re bontshang jona ka mehla. Re leboga boraro botee, mudimu tate, mudimu moro, mudimu le moya o mokgethwa. Gobane o re ruta moya wa kopano, wa kgokagano go feta meedi. Meedi e tlholang ke dinaga tsa rena, dipolelo le merafe. Wena o mudimu wa rena botlhe. Ka ntle le diphapano tsa rena, mme re leboga botlhale joo, lerato leo, maatla ao, le tiišeletso eo, ka leina le maatla la Jesu. Amen. Gemeinsam rufen wir, wir bitten dich, erhöre uns. Господи Боже, ми просим Тебя об'єднання Твоїх людей по всьому світі. Благодарим Тебя, що Ти тут з нами, в Чите, во всех лютеранских общинах России и во всех церквах наших единоверцев в этой стране и во всем мире. Просим, объедини нас вокруг Твоего святого алтаря. В этом молимся в имя Триединого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Gemeinsam rufen wir, wir bitten dich, erhöre uns. Espírito de Deus, em Pentecostes vieste unir o que estava separado e transformar a confusão em comunhão. Tu que és amor, torna os nossos corações capazes de compreender a diversidade como uma bênção tua. Ajuda-nos a quebrar o orgulho e o egoísmo que geram sofrimentos em nosso meio. Ajuda-nos a lutar pela justiça a partir da nossa fé. Gemeinsam rufen wir, wir bitten dich, erhöre uns. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, Mutter aller Menschen, du hältst unsere Erde in deinen Händen. Dir bringen wir unseren Dank und unsere Bitten. Dir bringen wir unsere Enge und Angst und unsere Sehnsucht. Mach uns frei, um miteinander Schritte des Friedens und der Gerechtigkeit zu gehen. Verbinde du uns über Grenzen hinweg durch deinen Heiligen Geist. Gemeinsam beten wir in den Sprachen, die du uns geschenkt hast. Paramandala ikkira engal pidave, umudaiya naamam parisuthappaduvathaaga, umudaiya raajyam varuvathaaga, umudaiya sittam paramandalil seiyappaduvathu pola bhoomiyil seiyappaduvathaaga. Andrendra vendi aagathai engalukku tharum. எங்கள் கருணாலயங்கள் நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் பாவக்கடலையும் நீங்கள் மன்னித்தருவோம். எங்களை சோதனைக்கு பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை தரிச்சு தருவோம். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் முடிகளே சுவாமி. ஆமென். Inkosi, mai pagamis busamayo pezu wako, igupe ubutula, ekame nilgankun kuluise melendo tana, no moya onwele. Amen, amen, amen.